Guten Tag, mein Name ist Karl Thomas Neumann. Ich bin der neue Vorstandschef von Opel. Heute ist mein erster Arbeitstag in Rüsselsheim und ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Warum bin ich zu Opel gekommen? Weil ich begeistert bin von Autos und bei Opel entstehen tolle Autos. Ich kann das beurteilen, denn ich habe meine gesamte Karriere in der Autoindustrie verbracht, unter anderem bei Continental und bei Volkswagen. Mein erstes Auto war ein Opel Kadett. Kadett D aus dem Jahre 1980 in Orange. Ich habe ihn geliebt. Aber auch dieser Opel Astra OPC, 280 PS, 400 Newtonmeter. Ein richtig scharfes Auto mit einem tollen Design. Mehr als 1 Million Menschen kaufen jedes Jahr einen Opel. Und das hat uns in Europa zur drittgrößten Automarke gemacht. Das reicht uns aber noch nicht. Wir werden mehrere Milliarden investieren, um tolle neue Autos zu bauen. Und einige davon werden Sie schon nächste Woche in Genf sehen können. Auf diesem und anderen Multimedia-Kanälen werden wir live darüber berichten. Ich möchte mich aber bei Ihnen bedanken. Sie sind unsere treuesten und engagiertesten Fans. Und andere Marken beneiden uns um solche Fans. Ich freue mich darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.